Dexter Industries. Beschäftigt wahrscheinlich die Hälfte von Hope. Dieser Ort wurde gekauft. Und Blake Dexter hat mit Freuden den Scheck dafür unterschrieben. Irgendwo in dieser Fabrik wird Victoria gegen ihren Willen festgehalten. So, Freunde, weiter geht's mit einer neuen Folge Hitman Absolution. Wir sind bei Dexter's Industries angekommen, müssen immer noch Victoria retten. Lenny haben wir erschossen in der letzten Folge. Kedos 18.000, der Durchschnitt 17.000. Tja, dann zeigen wir mal Kedos, wer der Boss ist. So, hier rein. Okay, hier drüben steht jemand. Wir müssen hier hin. Deaktiviert und schon habe ich hier die Punkte. Ich könnte mir dem seine Klamotten nehmen und ich denke, das ist eine gute Idee. Also komm schon. Ruhig, Brauner. Entspann dich. Einfach entspannen, mein Freund. Ich muss den ganz schnell loswerden. Komm, ab, rüber mit dir. Wir springen hinterher. Runtergehen, runtergehen, runtergehen. Komm schon. Wir haben die Klamotten. Oh shit, oh shit. Wo will der hin? Bitte nicht hier rein und bitte schau nicht aus dem Fenster. Okay, der bleibt hier stehen, lehnt sich an und grinst saudämlich in meine Richtung. Was für ein Spasti. Na komm, verzieh dich. Geh weg. Gehst du weg? Ja, genau. Genau. Gut. Sehr gut. Und rein mit dem hier. Sau schwer, der Kollege. Okay, soweit, so gut. Wir sind getarnt. Den Schraubendreher nehme ich noch mit. Und jetzt müssen wir zum nächsten Häuschen, oder? War ja erst eins. Ey, ey. Ich will keine Energie verschwenden. Okay. Wie komme ich hier rein? Eine Karte. Klamotten. Hier sind Klamotten drin. Wichtige, ganz besondere Klamotten. Keine Ahnung. Und die Karte ist bestimmt hier drin. Toll. Na, ich weiß ja nicht. Jetzt gehe ich erstmal hier durch. Vorsicht! Schlangen! Klapperschlangen! Okay, der hier. Und noch einer. Okay, sind alle hier? Fast. Die Reserve bringt sich noch in Position. Aber wir sind quasi perfekt abgeriegelt. Ja, irgendwie geht den Bossen die Düse. Ja, deswegen können wir nicht vorsichtig genug sein. Sie haben den alten Kameraraum in Betrieb genommen. Echt jetzt? Scheiße, dann muss es ernst sein. Ist es auch. Also, zurück an die Arbeit. Na dann, bis später. Okay. Die beiden trennen sich wieder. Oh, der eine geht sogar raus. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr gut für mich, denn die nächsten Punkte... Soweit, so gut.
Okay, wo muss ich denn nun hin? Ah, ich würde ganz gerne wissen, was da hinten ist. Wahrscheinlich die Karte, die wir brauchen. Ich muss hier rein. Ich muss irgendwie hier rein. Alarmanlage. Ich gehe mal ganz schnell hier drüben hin. Schau mich um. Oh, ich kann hier durchs Fenster gehen. Oh shit, hier ist sogar einer drin. Hui. Hui, 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 hui. Gib mir das. Danke, Bro. Hat niemand gesehen? Gut. So, wo war der Raum? Der war hier vorne. Komm schon, ich will keine Energie verschwenden. Ich will wirklich keine Energie verschwenden für die hier. Aber ich will halt auch hier in den Raum gehen, deswegen schwupps. Nett. Jede Menge Knarren. Und was für eine Verkleidung bekomme ich hier? Die sollte auch gehen, oder? Ich meine, die sieht halt nur ein bisschen anders aus. Eine Annäherungsmine? Eine Annäherungsmine? Brauche ich eigentlich nicht, denn die passt leider nicht in mein Konzept. Aber nett, wirklich sehr nett. Gut, ich bin verkleidet. Komm schon, das kriegen wir ohne Energie hin. Noch ist gut, noch ist gut, noch ist gut. Vorsicht. So. Jetzt, Manöver. Ich muss sie ablenken. Du bist kein wirklich guter Werfer. Hat ihr eben gerade einen Funkspruch gemacht? Leute, hier drüben wirft irgendjemand mit Sachen. Over und aus. Sie, wo Sie auch sind, hören Sie auf oder die werden Sie wieder was werfen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Der fiese Sachenwerfer. Blinder Alarm. Blinder Alarm. Over. Gut, Jungs, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich muss hier hin und dich muss man natürlich knacken. Das war mir so klar. Das war mir so klar. Aber wir sind durch. Ich denke auch, mehr Punkte wären hier nicht drin gewesen. Oh, Quenny ganz oben. Wow, Quenny, du Tier, du. Was machen die da? Synchron kacken? Komm schon. Ach, die schauen fern. So große Töne gespuckt. Alter, wo bist du, Mann? Komm endlich raus, du feige Sau. Sag doch mal. Das ist doch gecheatet. Wie hast du das gemacht? Tja, jetzt ist der Schüler der Meister. Spar dir den Karate-Kid-Scheiß. Das war doch irgendein Cheat oder so. Du bist nur ein schlechter Verlierer. Ich dachte, für das Spiel gibt's keine Cheat-Codes. Ich brauch keine feigen Cheat-Codes. Ohne dein Immer-Alles-Treffen-Cheat hättest du keine Chance. Ich hab dich platt gemacht. Fick dich dann dran. Okay, und diesmal hältst du den Controller so, dass ich ihn sehe. Du bist irgendwie masochistisch veranlagt. Jetzt wirst du leiden. Okay, die beiden daddeln. Das Spiel geht rein zufällig aus, wenn ich dich gerade fertig mache. Bring das Ding einfach wieder zum Laufen. Dann sehen wir, wer hier wen fertig macht. Na gut. Kommt der eine zu mir? Wenn ja, wäre praktisch. Wunderbar. So lange bin ich im Schrank. Wie Tom Cruise. Oder John Travolta. Oder R. Kelly. Yep, dreh dich um. Perfecto, amigo. So eine Scheiße, was? Würde mir voll auf den Penis gehen. Schlechter Verlierer. Und rein mit dir. Motorchecks. Guck mal, du hast sogar Wechsvorlagen. Dein Leben ist toll. Ich muss rumschleichen, du kannst masturbieren.
Oh, 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 oh. Bleib so, bleib so. Bleib so. Yes, gut. Gut. Guck mal hier, da kommst du rein. Ab mit dir in die Tonne. Und wir haben die Beweise. Punkte. Bonuspunkte. Immer gut. Immer sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, guck mal hier. Kann ich sogar gebrauchen. Das Rohr. Denn hier oben steht einer. Okay, der bewegt sich. Das ist schon mal gut. Wo will der hin? Geht's hier noch nach Alpha unten? Alpha 4 erstattet Bericht. Nichts zu... Was? Was ist zu sehen? Alpha 4, wiederholen Sie! Scheiße, Alpha 4. Wir werden es nie erfahren. So ein Mist. Bleibt ihr hier stehen? Na, ihr geht wieder weg. Dann gehen wir hier rum, hier rum, hier rum und... Ja! Fresse! Der Meister ist am Spielen. Bekomme ich hier neue Klamotten? Oh, eine coole Brille. Das Cappy sah eh ein bisschen dämlich aus. Ich will, dass man meine wunderschöne Glatze sieht. Die soll schön braun werden in der Wüstensonne. Und dieser Mann ist verschwunden. Wie viele Männer vor ihm. Ich habe da vorne, glaube ich, wieder so eine Karte gesehen. Eher hier, oder? Gut. Was kann ich mit ihr hier machen? Haben wir hier noch irgendwo irgendwas Interessantes? Mir scheint nicht. Wahrscheinlich brauchen wir sie hier oben. Denn an der hier kann man ja eigentlich nur sehr unschwer dran vorbeigehen. Kann man hier nach oben gehen? Nee. Nee, 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 nee. Aber hier kann man nach oben gehen. Aber leider nichts, was wir gebrauchen könnten. Für was ist denn jetzt bitte schön die Schlüsselkarte gut? Brauche ich die hier? Scheiße, Mann. Der Laden ist ja riesig. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir hier auf so ein riesiges Fabrikgelände stoßen. Ich sollte vielleicht doch eine Diät machen. Vielleicht bin ich doch ein bisschen in letzter Zeit zu sehr auseinandergegangen. Notiz an mich, Diät. Hallo? Ja. Okay, hast du schon mal einen Neustart versucht? Blinkt das kleine grüne Licht am Modem? Ja, das neben dem DSL steht. Okay, dann weiß ich's nicht. Ich weiß es nicht, ich stecke mitten in so einer Sache drin. Gib mir ein paar Minuten, ich komme so schnell vorbei, wie ich kann. So, mein Kumpel. Oh shit, da sind zwei. Das ist nicht gut. Ich muss einen auf jeden Fall aus dem Weg räumen. Halt die Klappe. Komm schon, da ist gar nichts. Hui. Hui, 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 hui. Hui. Wo werde ich dich los? Ich weiß es noch nicht. Ah, hier drüben. Hier drüben ist, glaube ich, was zum Reinstecken. Ist hier unten auch irgendwas zum Reinstecken? Ich könnte ihn natürlich aus dem Fenster werfen, aber das wäre ein Kill. Jetzt bin ich so weit gekommen, ohne
irgendeinen Kill. Dann mache ich es auch zu Ende ohne irgendeinen Kill. Okay, der eine geht weit, weit weg. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Mein Freund, halte durch. Du bist bald im nächsten angenehmen Loch. Boah, ich gehe hier voll auf YOLO. Okay, das ist gar nichts zum Verstecken. Wo geht's hier hin? Hey, was zum... Ich muss dich da reinwerfen. Wo ist hier eine Leiche? Aber nicht von mir. Was? Aber nicht von mir. Shit. Zentrale, gute Neuigkeiten. Bewusstlos. Was? Habe ich jetzt jemanden getötet? Misstrauisch. Okay, ich habe keine Punkte verloren. Ich wurde nicht entdeckt. Ja, wohl bemerkt. Das kann man doch irgendwo sehen. Warte. Dexter Industries. Ah, habe ich jemanden getötet? Lautloser Kill. Leiche versteckt. Ruhig gestellt. Ruhig gestellt, aber auch Leiche versteckt. Hm. Mal sehen, wir werden es am Ende sehen. Seht ihr irgendwas? Los, durchsucht die Gegend! Ich finde ihn nicht. Na, die Jungs hier sind jetzt nervös. War vielleicht nicht so clever. Gesichert. Okay, sie beruhigen sich langsam. Shit, 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 shit. Ey, guck mal hier, das ist gar nicht so hoch. Kann es sein, dass da unten Wasser ist? Ich will, dass dieser Ort durchkämpft wird. Nix. Wer zum Teufel ist das? Ein guter Freund. Ich kenn das Gesicht doch. Ein guter Freund vom Boss. Hallo? Nein, das geht nicht. Okay, verstanden. Ich bin sehr, sehr guter Freund vom Boss. Okay, hier drüben. Ah! Aha! Die Schlüsselkarte erleichtert hier einiges. Damit komme ich hier hin. Aber die sind jetzt halt alle extrem nervös. Was ist hier los? Was ist hier los? Man weiß es nicht. Hier stimmt was nicht. Wir sollten aufpassen. Ich hätte hier einen Kontrollpunkt, aber ich aktiviere ihn mal nicht. Der Heli hat aber keine Rolle hier, oder? Ich denke nicht. Nein, der Heli ist cool. Okay, durchkämpft das Gebiet. Boah, hier sind ja auch schon wieder zwei. Oh Mann, aber wir können es noch schaffen, oder? Wir müssen es jedenfalls versuchen. Genau, du kennst mich ja. Okay, gehen die beiden weg? Ach, die gehen hier durch. Kann ich hier durch, wenn ich schnell genug bin? Yes! Nice! Schau mal an, wer hier durchgekommen ist. Ich. Ich bin da durchgekommen. Was haben wir hier drin? Nix, nix, nix. Hier geht's auch wieder irgendwo hin. Durchkämmt die Wüste! Ich folge denen hier. Okay, hier drüben ist die Einsatzbesprechung. Wenn wir auf Defcon 1 stehen, dann gibt es nur noch die Arbeit. Cool bleiben. Die Delta-Jungs feiern mit Karl. Und sie haben versprochen, dass sie ein Foto von dem Kuchen machen. Für uns gibt's heute keinen Kuchen. Aber das Alpha-Team braucht keinen beschissenen Kuchen. Ihr habt eure Befehle, also los! Ich will Kuchen! Fuck, der Tag ist gelaufen ohne Kuchen. Hey Kumpel! War doch so klar, das Alpha-Team bekommt wieder keinen Kuchen. Ja, okay. Alles klar. Wie soll das Alpha-Team nur das überleben? Ein tragisches Leben ohne Kuchen. Kein Wunder, dass die Jungs hier alle so verzweifelt und wütend sind. Ohne den Kuchen schaffe ich das auch nicht. Okay, seid ihr bereit? Durchsucht die Gegend. Ich würde sagen, wir müssen uns
Howdy, mein Freund. Lösen. Es wird eng. Verschwinden Sie jetzt lieber. Ich hab's hinbekommen. Gut, jetzt bin ich hier. Hey, Alter. Ja, was ist los? Wir müssen uns unterhalten. Okay, gehen wir eine Runde. Aber nicht in meine Richtung. Ich habe nämlich keine Energie mehr für irgendwelche Instinkt-Scheiße. Zum ersten Mal geht mir wirklich der Instinkt aus. Fuck, wie viele hier sind. Richtig nervig. Richtig mega nervig. Okay, Jungs, wo geht ihr hin? Komm schon. Du bist 2000 im Minus, Dom. Du musst die Kohle beschaffen. Ja, Dom. Wir brauchen das Geld. Hey, du. Geh da rüber. Redest du mit mir? Okay, was? Wie? Strom? Okay. Ich kann ja nichts drücken. Warum? Hier ist mein Ziel. Hier soll ich drauf drücken, oder? Emergency. Hier ist eine Knarre. No. Sag bloß, ich hätte erst irgendwas anderes. Irgendwas muss ich erst oben machen. Ich sehe das Kabel hier. No. Ich hab doch keinen Instinkt. Ah, ich muss hier drüben hin. Okay, das ist noch durchaus machbar. Hebel ziehen. Ich hab ein bisschen Instinkt. Was habe ich eben gerade gemacht? Eine Geisterbahn aktiviert bei den Geräuschen? Kann ich jetzt hier nach unten? Get to the chopper. Komm schon. Ich bin gechoppert. Schön. Wow. Gut. Ach nee, noch eine Runde. Aber schon irgendwie Wahnsinn, wo sich dieser Hitman überall rumtreibt. Jetzt bin ich in irgendeiner Unterwasserhöhle. Crazy shit. Okay. Die Fabrikanlage. Was genau ist mein Ziel? Wo genau soll ich denn hin? Auf die andere Seite. Gut, ich habe, wie gesagt, sehr wenig Instinkt. Der Schritt ins Licht. Ich habe hier einen. Kann ich den irgendwo loswerden? Hier drüben könnte man ihn reinstecken. Weil wenn ich ihn loswerde, würde ich Instinkt bekommen. Und Instinkt kann schon mal nicht schaden. Oh, hier oben ist leider auch gar nichts, was mir irgendwie... Der ist hier am Pissen. Der Pisser ist am Pissen. Okay, ich muss über die Brücke. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Er kommt zurück. Wo geht's hier hin? Nach unten, stets nach unten. Die stehen eigentlich alle ganz gut. Ach komm. Hast du so gute Augen, Kumpel? Okay. Ich versuche mein Glück. So. Ich habe ein kleines bisschen Instinkt, aber halt nur ein ganz kleines bisschen. Nein! Was ist hier los? Uiuiuiuiuiui. Das war knapp. Das war wirklich wahnsinnig knapp. Okay.
Okay. Oh, ich habe ein bisschen Instinkt dazu gewonnen, denn ich habe Punkte bekommen. Verdammt, noch eins. Immer wenn ich diese Kontrollpunkte hier aktiviere, friert mir das Spiel ein. Aber jetzt sollte alles gehen. Hi, Monty. War die Straße gut zu dir? Oh ja, bestens. Hab letzten Monat noch ein Mädchen gekriegt. Gratuliere. Danke. Tja, hätte nicht gedacht, dass das in meinem Alter noch so mal klappt. So alt bist du doch gar nicht. Oh, und pass bei den Checks auf. Okay, hier ist einiges los. Hier drüben ist auch einiges los. Ich bin in keiner guten Ecke. Keine gute Ecke, gar keine gute Ecke. Ob ich hier durchkomme? Das Diner? Ich habe noch eine Idee. Wir gehen mal hier am Rand rum. Ich muss hier drüben in das Gebäude rein. Okay? Gut. Wie komme ich da am besten rein? Wahrscheinlich oben durch. Wie komme ich da oben durch? Ich habe keine Ahnung. Haben wir hier jemanden drin? Nein. Haben wir hier jemanden drin? Ja, und derjenige kommt sogar raus. Ich muss also irgendwie hier rein, die Treppe hoch. Aber da oben wartet halt auch jemand. Und da unten steht jemand an der Treppe. Wenn ich was werfe, könnte ich vielleicht mit ein bisschen Glück durchkommen. Um mehr Energie zu bekommen, wäre es ganz gut, den hier vielleicht irgendwie lahmzulegen. Ganz ruhig. Ich bin Profi, keine Sorge. Ich weiß, was ich mache. Oh, das wird spannend. Das wird wirklich spannend, da reinzukommen. Und zwar gut da reinzukommen. Also bis jetzt noch keine wirklich gute Idee. Nochmal hier raus, aufstehen. So, ich habe Energie. Der Mann hat ein bisschen Energie. Was ist? Das muss jetzt funktionieren. Vorsicht, Kumpel. Gut. Nicht, weil der Tacho nicht notariell bestätigt wurde. Ich fahre seit 20 Jahren LKWs und mir hat noch nie jemand gesagt, dass ich irgendwas bestätigen muss. Dir hat auch noch nie jemand gesagt, dass du gelegentlich mal duschen solltest, Cowboy. Aber da kann ich dir auch nicht helfen. Kein Stempel, kein Lies Kilometer. Lies doch den scheiß Tacho selbst ab, du fette Kuh. Das ist Belästigung. Dafür muss ich dich melden. Du. Alter, ist die fett. Mann, was für eine fiese, fette Schlampe. Kein Wunder, dass sie jeder hasst. Entschuldigung. Okay, hier drüben ist noch ein Soldat. Ich muss hier durch. Ich könnte eine Ablenkung starten. Ich versuch's. Also, die fette Lady reagiert, wenn ich was werfe? Wahrscheinlich. Wir gehen hier ins Klo und werfen es aus dem Klo heraus. Was zur? Und, wer reagiert alles? Nur die fette Lady. Und die ist zu fett, um sich wirklich zu bewegen. Toll. Oh Mann, ich hab keinen Bock auf Spielchen. Ich auch nicht. Wirklich, ich auch nicht. Was ist, wenn ich hier reingehe? Wer ist hier drin? Was ist hier los? Was habe ich hier für Möglichkeiten und Optionen? Ein Kontrollpunkt. Bitte schmier jetzt nicht ab. Verdammt, das gibt es doch nicht. Jedes Mal, wenn ich an so einen Kontrollpunkt gehe, schmiert mein Spiel ab. Es friert einfach ein. Und jetzt habe ich hier von dem Instinkt verloren. Denn wir hatten ein bisschen mehr Instinkt. Na gut. Wir zahlen die Kilometer nicht, weil der Tacho nicht notariell Risiko. Einfach hier durch. Einfach hier durch. Hier durch, hier durch, hier durch. Ums Eck. Fertig. Und schon bin ich mal wieder einen Schritt weiter. Es wird fett. Oh mein Gott, sie hat eine Schwester. Kein Stempel, kein Kilometergeld. Ich gehe eine rauchen, Schätzchen. Viel Spaß. Die Minen sind scharf. Ja, sie sind scharf. Das ist doch Wahnsinn. Okay, ich habe wieder ein bisschen Instinkt bekommen. Ich arbeite seit Jahren hier und es ist doch nie was passiert. Mr. Dexter will nur beweisen, wie sicher diese kleinen Scheißer sind. Ich spaziere hier durch. Entspann dich, okay? Sie müssen aktiviert und ausgelöst werden, bevor sie explodieren. Ganz cool. Also nicht plötzlich eine Michael Jackson-Nummer. Ganz cool. Ganz cool. Ganz cool. Komm schon. Komm schon.
Komm schon. Tja, hat hervorragend funktioniert. 59.000 Punkte. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Habe ich jetzt eigentlich jemanden getötet? Nein, ich habe niemanden getötet, oder? Mm-mm. Der Mann hat's irgendwie überlebt. Auf wundersame Art und Weise. Dem Mann geht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hitman Absolution. Mir mal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und... tschüss!